Hallo und herzlich willkommen zur 136. Folge von Forza Horizon 4. Nachdem ich im Let's Play schon bereits den 2009er Lotus 211 habe, schaue ich mir heute den Nachfolger an, den 2016er Lotus 311. Also der Name, der klingt schon mal ziemlich logisch, aus 2 wird 3 und 11 bleibt. Der Wagen wurde, wie es der Name vermuten lassen könnte, 311 Mal gebaut. Ne? 311, versteht ihr hoffentlich. Und ist wieder offen, also ein Roadster, glaube ich, müsste das sein. Mit sehr viel Bums, sehr leicht. Ist das schwerer als der Vorgänger, das muss man sagen, aber auch deutlich mehr Leistung. Wir haben jetzt hier 416 PS, aus dem bekannten 3,5 Liter großen V6 Motor, Kompressor aufgeladen, von Toyota stammt. Was der so kann, seht ihr jetzt sofort auf meiner Teststrecke. Der Wagen hat die gleichen Probleme wie sein Vorgänger, der 211. Er hat einfach zu wenig Topspeed. Das ist auf meiner Strecke halt relativ wichtig, einen Topspeed zu haben. Was der Wagen für die PS, die er hat, nicht hat. Oder gerade oben rum so über 200, da ist die Beschleunigung halt schon ziemlich gering. Und deswegen hat dieser Wagen nur geschafft, eine 2:37,791. Was für den letzten 6 von 870 Punkten nicht gut ist. Denn beispielsweise schneller ist hier der Audi R8 V10 Plus. Der ist 0,4 Sekunden schneller, hat aber 14 Leistungsindexpunkte weniger. Nicht so gut, Lotus, ne? Nicht so gut. Bis hier gerade in meiner Tabelle, da habe ich, glaube ich, was Falsches geschrieben, oder? Muss ich nachher mal gucken. Ich meine, es war eine 791, weil hier steht 701 in meiner Tabelle. Ich guck mal kurz auf meinen Schmierzettel. Ja, 791. Ich habe mich nur in der Tabelle vertragen. Kann ich sogar mal ganz kurz hier live ändern. Weil das gerade ziemlich bescheuert aussieht. So.
Ah, zieht 9-1. So, geändert. Gucken wir uns den Süßen hier mal an. Ich habe die Farbe mittlerweile geändert. Gerade auf der Teststrecke war ja noch mit diesem, ich sag es mal, British Racing Green und halt gelben Streifen. Jetzt ist er rot mit, ja, so gelb-goldenen Streifen. Fand ich irgendwie cooler. Hätte ich Bock drauf. So, leistungstechnisch, oh, geht hier einiges. Was ich erstmal versuchen möchte, ich mache erstmal Allrad rein. Wir gucken heute mal. Motor, oh, wir haben 3 Motoren zur Auswahl. Okay, 6,2 Liter V8 Saugmotor von Mercedes. 3 Liter V8 Racing Motor aus dem Ariel Atom. Natürlich auch ziemlich geil, den da rein zu klatschen. Und ja, den V10 aus dem E8. Nee. Lassen das mal so. Okay, der 8 Motor ist sowas schwerer als der V8 von Mercedes. Obwohl er weniger Hubraum hat. Naja. So. Klar, durch Allrad wird er jetzt schwerer, das weiß ich. Das werde ich jetzt aber sofort wieder. Okay. Ich wollte sagen, ich werde es sofort wieder beheben, aber er geht nicht mal leichter. Also nicht mit der Gewichtsreduktion. Okay, das wollte mich jetzt wirklich. Dass da gar nichts mehr geht. Jetzt ist er schon relativ schwer, sagen wir es mal so. Da sieht man noch ein leichtes Auto. Ich glaube, ein Ariel Atom, der wiegt, glaube ich, weiß ich, 500, 600 Kilo. Ich glaube, er wiegt ja gar nicht. Deswegen, ja, könnte ein bisschen besser sein. Leistung, ob wir die erhöhen, mal gucken. Erstmal, nicht mal Rennreifen. Du hast, da habt ihr am falschen Ende gespart. So, süße Reifchen hier. Auch das dickste, was geht hier bitte. Felgen gefallen mir sehr gut. Da liegt mir doch, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Ich glaube, hier ist wieder der Busmodus aktiv. Wir könnten den, den Kompressor. Oh ja, aber dann sind wir schon auf S2, 99er Beschleunigung. Ach du Scheiße. Okay, Auspuffanlage könnten wir machen, weil man viel PS und ist leichter. Oh ja. Vielleicht noch ein Pünktchen durch eine Rennschwungscheibe. Na, siehst du. Naja. Ich denke, jetzt könnte es vielleicht ein bisschen besser gehen, vor allem am Start einer Beschleunigung. Soll der jetzt übelst abgehen. Ich meine, Allrad und unter einer Tonne Gewicht. Das ist natürlich schon eine ziemlich geile Kombination. Ich denke, das wird ziemlich gut. Zack. Also gehen wir in 2,4 Sekunden. Ach du Scheiße. Sagen wir mal gut in 2,5 Sekunden auf 100. Das ist verdammt gut. So, Top Speed will ich eigentlich eh nicht haben. Der Wagen, oh, guck mal, wie hoch der liegt. Okay, liegt immer noch hoch. Der muss ich mal ein bisschen tiefer. Aerodynamik. Ja, ist halt ein Rennwagen, ne? Oder einfach die Rennstrecke gedacht. Weil mir ist klar, dass das Ding nicht 320 km/h fährt. Was auch bei 416 PS wird schwierig, aber ist, glaube ich, nicht unmöglich. Bei einem Straßenauto. Weil mit einem Rennauto, klar, mit dem dicken Flügel hinten, aber das ist natürlich nichts. Ich würde mal sagen, wir... Ich weiß ja auch, Allrad, deswegen würde ich sagen, gehen wir ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit. Hinten auf jeden Fall müssen wir ein bisschen mehr als vorne haben. Weil der Allrad, weil der selbst... Achso, ich hab einen Diff vergessen zu kaufen. Idiot. Ich finde den Allrad auf jeden Fall sehr stark hecklastig auslegen. Am besten so 70%, würde ich sogar sagen. Das denke ich mal bei der Leistung auch nicht so schlimm. Bei... Jetzt haben wir 325, also jetzt haben wir 325 kW. So um die 430 PS, würde ich mal sagen. Ein bisschen mehr sogar, ne? 140, 150 PS. Ach, irgendwie sowas in dem Dreh. Plus minus ein paar zerquetschte. Wir machen jetzt mal 70. Der Drehmomentverteilung. So, Beschleunigung, die ist jetzt schon mal sehr, sehr gut. Deswegen muss der erste eigentlich auch gar nicht so lang. Ja.
Die anderen Gänge können eigentlich relativ kurz. Also können wir im sechsten ruhig den Topspeed ausfahren. Von 280. Da war das Seriengetriebe, fand ich, ein bisschen lang. Also war eigentlich unnötig lang übersetzt. Machen wir so. So, zwei. Gucken wir mal. Der ein bisschen besser vorangeht. Fällt dann auch teilweise ein bisschen schwierig zu fahren, muss ich sagen. Aber sonst war der eigentlich echt in Ordnung. Ich finde den optisch finde ich den sehr, sehr gelungen. Muss ich sagen. Ich würde sagen, der 211 fuhr sich besser. Sah aber nicht so gut aus. Der hier fährt sich schlechter, dass ich schwieriger fahren. Aber sieht natürlich geil aus. Das Optik ist hier. Boah. Hammergeil. Ach du Scheiße. Alter, geht er gut ab. Okay, jetzt geht er richtig geil ab. Oh. Am Start. Auch null Wheelspin ab direkt. Das ist geil. Das gefällt mir noch gut. Können wir direkt hier auf die Strecke gehen. Und auf der hier ist Topspeed auch gar nicht so wichtig. Zum Glück. So, eher der kürzere Strecke. Ich meine, meine Teststrecke, die ist ja von der Rundenlänge eigentlich schon ziemlich lang. Länger als die meisten hier im Spiel. So. So, und ich will natürlich eine selber erstellen. Überschreibe ich die einfach mal. Wir sind in der Klasse, genau, Track Toys. Mit dem Maserati waren wir Extreme Track Toys. Hier sind wir in Anführungszeichen nur bei Track Toys. 4 Runden, allerdings im Herbst. Denn danach gibt es wieder 2 bis 3 Kapitel von die Autoakten. Von unserem wunderschönen deutschen Kollegen. Vorne auch. Sieht echt schön aus, muss ich sagen. Lotus könnte auch gerne mal ihre Modelle ein bisschen updaten. Weil so vom Exige und Elise und Evora. Ich meine, davon die neueste Generation ist, glaube ich, der Exige. Da kam, glaube ich, 2012 raus. Die neueste Generation. Elise, glaube ich, 2010 und Evora 2009. Also können sie gerne mal eine neue Generation davon rausbringen. Weil eigentlich finde ich Lotus-Modelle ziemlich geil. Gerade mit dem Leichtbau und so. Bisschen mehr rennmäßig. Ja, noch mal Lotus Elise GT1. Danke. Fährt sich schon mal deutlich besser jetzt, als mit Heckantrieb. Boah, das ist viel angenehmer, muss ich wirklich sagen. Macht auch viel mehr Spaß damit zu fahren. Deswegen, ich finde, bei sowas sollte eigentlich auch Spaß immer im Vordergrund stehen. Wenn es doch das Wichtigste ist, dass ich Spaß habe, dass ihr Spaß habt, ist natürlich auch irgendwie wichtig. Aber es ist auf keinen Fall der Vordergrund. Hauptsache, ich habe daran Spaß, was ich mache. Und solange ich daran Spaß habe, mache ich das auch. Wenn ich keinen Spaß daran habe, dann mache ich es halt nicht. Bin ja nicht irgendwie gezwungen dazu, das zu machen. Bin ja davon glücklicherweise von allem hier ziemlich unabhängig. Wir machen wann, wie, wo und was ich will. Also solange ich Zeit dafür habe. Aber auf dem tue ich ja sowieso mal eigentlich zu 90% am Wochenende. Also das ist dann eher nicht das Problem. Am Wochenende habe ich ja eigentlich immer Zeit. Arbeiten muss ich da ja nicht. In meinem Beruf. Oder meinem Betrieb vor allem nicht. In meinem Beruf ist es eher sowieso eher selten.
Wochenende zu arbeiten, beim Betrieb halt irgendwie sowas eigentlich gar nicht. Mit Überstunden genauso wenig. Ich habe bisher in meiner Ausbildung keine einzige Überstunde angesammelt. Ich habe einmal sonntags gearbeitet, habe dafür halt direkt einen Tag frei bekommen. In der folgenden Woche. Aber das ist eigentlich nicht das Problem. Aber generell Überstunden gar nicht. Wochenarbeit ebenso nicht. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Das war ein Spaß, Alter. Man geht jetzt auch gut um die Kurven. Und ich sagen sogar auch so Thema so Arbeitszeiten und sowas und Pausenzeiten und sowas im Urlaub, da ist mein Betrieb schon, ich sage mal, die vorbildlich, die Sachen einzuhalten. Weil so gesehen, also falls ich mal für irgendwas länger brauche, dann wird eigentlich auch mal würde mir auch gesagt werden, dass ich dann bitte endlich jetzt aufhören soll und dann morgen weitermachen soll. Weil länger machen ist dann eigentlich auch bei uns nicht erwünscht. Wenn es jetzt, ich sag mal, vermeidbar ist. Weil vielleicht jetzt mal irgendwann irgendwelche Sachen, die doch ganz anders dringend raus müssten. Das wäre eine andere Sache, wenn jetzt aber, wenn ich jetzt ganz normal arbeite, wenn ich irgendwie länger machen will, das gibt's eigentlich gar nicht. Da würde ich mich auch trotzdem nach Hause schicken. Ich meine, wir wissen ja auch, dass ich auch ein bisschen kleine Fahrstrecke nach Hause habe, die 40 Kilometer. Dauert ja auch ein bisschen, bis ich zu Hause bin. Und das ist auch schon mal ganz schön, wenn man pünktlich Feierabend machen kann. Was ja auch eigentlich auch meistens so ist. Pausenzeiten werden auch eingehalten. Ich meine, ich habe sowieso nur eine halbe Stunde Pause. Die nehme ich mir aber auch. Das kam es ja auch selten vor, dass ich die Pause quasi verschieben musste. Weil ich noch irgendwas Wichtiges dann erledigen musste halt vor der Mittagspause. Vielleicht das erledigt und dann halt quasi die Zeit, die ich dann versäumt habe, einfach hinten dran gehängt an die Pause. Das ist absolut kein Problem bei uns. Und halt Urlaub sowieso kein Problem. Ich habe 27 Tage Urlaub im Jahr. Gesetzlich vorgeschrieben wären für mich mindestens 20. Da sind 27 schon echt in Ordnung. Bin ich mir zufrieden auf jeden Fall, was den Urlaub angeht. Bei der Ausbildungsvergütung sieht es anders aus, aber Urlaub finde ich ist echt in Ordnung. Kann ich mir eigentlich auch quasi frei nehmen, wann ich möchte. Ich habe nämlich den Vorteil, dass ich dass mein Berufsschulunterricht als Blockunterricht ist und nicht halt, weiß nicht, das Tagesbeschulung. Sowas habe ich halt nicht. Mein Freund, wusstest du, dass Videoaufnahmen von unseren Untersuchungen beim Festival sehr begehrt sind? Mir war nicht bewusst, dass so viele junge Leute eine Karriere in der Versicherungsbranche anstreben. Wie dem auch sei, wir haben eine neue Forderung und ein neues Testfahrzeug, mit dem sich unser Testgelände perfekt erkunden lässt. Bitte genieße die Landschaft und die Leistung. Versuche ich. Also bei Kai sitzt zum Beispiel so. Bei nächster Gelegenheit. Kai ist ja, oder wird Kfz-Mechatroniker. In 100 Metern scharf links abbiegen. Und der hat quasi, glaube ich, jeden abbiegen. Freitag Schule und... Ach, ja, ich weiß direkt überschlagen, ja, nice. Der hat, glaube ich, jeden Freitag Schule und Donnerstag, glaube ich, irgendwie einen halben Tag oder so war das. Ich weiß es nicht genau. Der hat aber in jeder Woche hat er Zeiten, wo er zur Schule muss. Ich habe halt so, ich arbeite ein paar Wochen und habe dann dafür wieder, sag mal, zwei Wochen ein Stück Schule. Okay, aus. Das finde ich halt gut so. Weil Kai kann sich zum Beispiel nicht am zwei Wochen Urlaub am Stück nehmen. Das geht halt nicht, weil er zur Schule muss. Weil generell kann man sich immer Urlaub nehmen, aber nicht während der Berufsschulzeit. Das darf man nicht. Da muss man zur Schule gehen, ob man will oder nicht. Ich halt schon. Ich kann mir halt zwei Wochen am Stück Urlaub nehmen, was ich auch dieses Jahr... Oh, Alter. Das fährt sich aber auch ein bisschen schwammig, ne? Bei mir geht das halt zum Glück schon, deswegen habe ich auch im Juli zwei Wochen Urlaub. Also im Juli habe ich erst zwei Wochen Berufsschule, dann zwei Wochen Urlaub, also bin ich im Juli... Ab dem 29. Juli bin ich wieder auf Arbeit. Sonst halt nur im Juni. Sonst im Juli gar nicht, bin ich auf Arbeit. Bin ich vier Wochen quasi nicht anwesend. Komm ich irgendwie hoch? Oh Gott. Ich lasse es, glaube ich, lieber, oder? Mann, alles für Verkehr heute hier. Das kann doch nicht wahr sein.
Ist ja wie auf dem Hauseweg heute. Oh. Achte auf die überragende Bodenhaftung und den Abtrieb in engen Kurven. Und der Wald ist auch schön. Danke, Hans. Du unterstützt mich gerade moralisch sehr. Das ist mir auch ziemlich leicht. Aber übertrieben Stau heute. War nicht so geil. Und vor allem ist es nicht so geil, weil wir haben erst eben noch Mai, ist noch nicht mal die Saison. Das ist ja im Sommer noch tausendmal schlimmer bei uns. Und an der Ostsee, wir haben im Sommer sehr, sehr viele Touristen. Das ist eigentlich immer Stau. Das ist denn nicht so geil. Ich noch einmal letztes Jahr, wenn ich ganz normal war, mitten, das war irgendwie so an Dienstag oder Mittwoch, wollte ich mittags so. Wollte ich so gegen, glaube ich, 11 Uhr zu McDonald's fahren. Und ich bin, glaube ich, 10:30 losgefahren. Und ich war kurz nach 11:30 wieder da. Über eine Stunde gebraucht für eine Strecke von, naja, so 6 Kilometer hin, 6 Kilometer zurück ungefähr, oder 7 Kilometer. Hab ich über eine Stunde gebraucht dafür. Das ist natürlich mega abgefuckt. Aber so ist es halt bei uns. Wir waren teilweise eigentlich sogar Fahrradschneller gewesen. Verbesserte Beschleunigung, wenn wir am Damm vorbeifahren. Das ist mein Werk. Beschleunigung, nicht der Damm. In 200 Metern links abbiegen. Danke für den Tipp, Hans. Links abbiegen. Das hätte ich ohne deinen Tipp niemals herausgefunden. Was in deinem Werk war. Also das Ausbildung ist eigentlich ziemlich geil, finde ich. Ich glaube, ich habe einen relativ guten Tipp erwischt. Rechts abbiegen. Ja, natürlich alles wird nicht jeder Betrieb einhalten. Das ist irgendwie auch, vielleicht auch ein Ding der Unmöglichkeit, dass man wirklich jede einzelne kleine Regel oder Bestimmung einhält. Ich denke, so gerade was die sozialen Bedingungen im Betrieb betrifft, der ist natürlich so kacke, Mann. Bin ich da, glaube ich, schon ziemlich gut aufgestellt. Ja, macht Spaß. Das ist auch die Hauptsache dabei. Natürlich weiß ich, die Arbeit oder Arbeit soll nicht ein Leben lang Spaß machen. Das wird es wahrscheinlich nicht. Also, glaub, was meinst du? Ein geeigneter Ort für so eine robuste Maschine, ja? Ja. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute jetzt immer so mit 60 noch gerne arbeiten. Jetzt lass mich bitte erklären. Unser Klient hat diesen Steinbruch mit einem ähnlichen Willis MB erkundet. Aber Unzufriedenheit mit den Leistungsupgrades geäußert. Mit meiner Arbeit und deinen Fähigkeiten machen wir uns nun daran, ihm sehr höflich das Gegenteil zu beweisen. Dürfte ich eine etwas aggressivere Streckenauswahl vorschlagen? Bitte nicht. Mir hat schon gereicht. Siehst du das Navi? Bitte ignoriere es. Danke, dass du es jetzt sagst. Den Navi ignorieren, hast du gesagt. Nicht überschlagen. Mann, scheiß Musik, Alter. Au. Oh. In 200 Metern rechts abbiegen. Gott. Heißt, Moment. Wo stand er gerade reinstehen nach 35 Sekunden? Und dann direkt einstehen? What the fuck? Au! Oh. Wo diese Bäume mal herkommen, frage ich mich. Wer die hier hinstellt. Das ist hier auch so abgrundtief scheiße. Ich weiß nicht, wer das getunt hat. Ich werde dem Klienten mitteilen, dass der Willis MB mehr als geeignet für seine Zwecke der vertikalen Fortbewegung und emotionalen Erregung ist. Kannst du mal bitte in einem normalen Deutsch reden? Wenn ich in so einem, ne, Beamtendeutsch. Die letzte Folge. Natürlich muss auch ein deutscher Hans heißen. Ein schön deutscher Name. Letztes Mal, dass sich deutsch anhört. Man muss richtig deutsch reden. Mit ganz komischen Fachwörtern. Und eine ganz komische Aussprache. Deswegen ja auch die Autoakten. Was kein Mensch so sagen würde. Aber gut, sei es drum. Ja, Ausbildung macht Spaß. Ich gehe gerne dorthin.
Schule mag ich auch gerne. Und ich teilweise in der Schule finde ich ein bisschen. Man soll das nicht irgendwie hochnäsig klingen, aber finde ich, bin teilweise ein bisschen unterfordert, weil halt dort wer auch gerade Sachen lernt, die ich halt schon auf dem Gymnasium hatte. Ich war ja auf einem Wirtschaftsgymnasium, da hatten wir halt einige Sachen teilweise schon. Zum Beispiel, gerade haben wir das Kalkulationsschema, um halt Preise zu ermitteln und Angebote zu vergleichen von Lieferanten. Und halt dieses Schema kauen wir jetzt schon seit ein paar Stunden durch, oder haben wir durchgekaut. Das konnte ich aber halt alles schon, weil ich das in der Schule hatte. Muss man erstmal so ein bisschen durchkommen, ja, was ist denn zum Beispiel das Konto, was ist Rabatt, wie, wo, wann zieht man den ab, oder von welchem Preis zieht man das ab, was kommt dazu, mit dem Versand, wie das alles, was heißt ab Werk, was heißt Freihaus und sowas, was heißt unfreie Lieferung und sowas alles. Kenne ich halt alles schon. Oder ich habe da, ich sag mal, ich habe da einen guten Vorsprung, was einige Sachen betrifft. Hallo, guten Tag. Hallo. Wie geht es dir? Nachdem wir nun geplaudert haben, kommen wir zum nächsten Fall. Dieser umfasst einen Beschleunigungstest unter normalen Verkehrsbedingungen. Also, das ist ein 1966er Volkswagen Käfer, in den ich einen F4 Turbomotor mit 2,5 Litern Hubraum eingebaut habe. Zum einen will ich die Bedingungen der Forderung nachstellen, zum anderen will ich sehen, was passiert. Jemand sagt F4 Turbo. Das ist ein Vierzylinder Boxer Turbomotor. Ach du meine Güte. Was soll man diese scheiß Musik eigentlich so auf dem Zünder? Ist die immer anders? Das verstehe ich halt echt nicht. Ich könnte halt ruhig so eine Option einbauen, dass bei solchen Horizon Stories, dass die Musik grundsätzlich immer aus ist. Ich habe sie auch im Spiel ausgestellt, die Musik. Weil ich es ja nicht anlassen darf. Sonst auf den Sack kriegt dafür. Du solltest mit dem Wagen vielleicht vorsichtig sein. Ich hab's eventuell übertrieben. Ja, hast du. Vor allem unter normalen Verkehrsbedingungen, ne? Ich fahre einen VW Käfer mit knapp 300 Sachen. Obwohl, weißt du, die Forderung betrifft einen Fahrer, der es sehr stark übertreibt. Also, wie sagt man, drück ruhig auf die Tube. Das klingt auch schon ein bisschen normaler. Drück ruhig auf die Tube. Das versteht man auch. Nicht betätigen Sie das Gaspedal. Ja, geht doch. Hans. Meine Nase juckt gerade. Ich wollte erst warten, bis ich das Kapitel geschafft habe. Ich dachte mir so, nee, das schaffst du gar nicht mehr. Ich weiß ja schon mal deutlich angenehmer als der komische Jeep. Fall abgeschlossen. Aber ich muss sagen, ich mag diesen Klienten. In all den Jahren in Deutschland kam mir nie der Gedanke, so etwas mit einem Volkswagen zu machen. Das ist ja nice. Was das in der auch gar nicht erlaubt wäre, wahrscheinlich. Die 20 Millionen Regelung. Und da jetzt eine strenge Vorschriften. Und nee, der Wagen ist zu laut, Wagen ist zu tief. Felgen zu groß. Könnte vielleicht daran liegen. Wir sind das einzige Land auf der Welt, wo man auf, ich sag mal, Schnellstraßen oder Autobahnen teilweise unbegrenzt fahren darf. So schnell wie man möchte. Weil, glaube ich, auch somit eines der Länder, wo es die strengsten Vorgaben gibt. Sich für Tuning und sowas. Das ist irgendwie so komische Logik, ne? Wir dürfen ganz schnell fahren, aber bloß nicht hier lauter machen oder oh, das ist zu tief, das ist nicht TÜV-gerecht und dann wird Auto irgendwie konfisziert, stillgelegt und dann whatever. Naja. Aber der Lotus ist ein, finde ich, ist ein cooles Auto. Eigentlich jedes Auto, was ich hier fahre. Und in der nächsten Folge kann ich schon mal ankündigen, gibt es einen Japaner. Schon wieder. Oh, das ist eventuell ein Nissan. Eventuell. Ich sag nicht welcher, aber ja, ob es einer ist, aber es könnte eventuell ein Nissan sein. Also dann, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
und tschüss.